Die Sonne scheint und ich habe Lust, etwas zu singen. Aber ich mache es heute nicht, keine Sorge. Es geht um Mischlingshunde, denn wir wollen einfach mal schauen. Ja, wir haben schon viele Rassen mal vorgestellt, aber es gibt sie natürlich auch, die Mischlingshunde. Beliebteste Hundeart in Deutschland. Ja, über 2 Millionen sind da bei Tasso registriert. Und ja, wir wollen aufräumen mit ein paar Vorurteilen und einfach mal schauen, was es für tolle Mischlingswesen gibt. Und das schauen wir uns hier heute an. Okay, da sind wir schon bei Tyson und Emma und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht die zwei Hörner daneben, denn das sind nämlich, Entschuldigung, Jesse und Chris. Und dann ist das der Tyson und das ist die Emma. Ja, wunderschöne Hunde sind das. Ihr wohnt alle zusammen oder seid ihr irgendwie Nachbarn oder so? Wohnen und leben zusammen. Okay, wunderbar. Und wie lange habt ihr schon die beiden Hunde? Emma 8 Jahre und Tyson 2 Jahre. 2 Jahre erst, okay. Ja, Tag der Mischlingshunde ist ja, ihr habt euch bewusst auch dafür entschieden, hat sich das so ergeben oder hattet ihr schon mal einen Rassehund oder wie? Nee, das ist, also die Emma ist mein erster Hund. Den habe ich aus der Spanien, habe ich den geholt. Also was heißt geholt? Der wurde dann quasi nach hier gebracht. Ich wollte keinen Rassehund, weil die Hunde haben es ja schwer genug und deswegen habe ich mich für Mischling entschieden und bis jetzt super Hund, also. Ja, wie sieht es aus? Heißt ja immer so, dass ja, so ein Rassehund eben auch relativ viele Erbkrankheiten mit sich bringen kann, theoretisch. Wie sieht es bei denen aus? Wie häufig waren die schon beim Arzt jetzt irgendwie eher selten? Oder nicht? Ja, eigentlich nur zum Impfen, also und wenn mal halt eine Pfote verletzt war, aber also nichts Wildes, sagen wir mal so. So vom Verhalten her, wie sehen die charakterlich aus, die beiden Emma und Tyson? Tyson ist natürlich noch jung, ist halt ein wild gewordener Handfeger und Emma, die ist halt total gechillt. Ich glaube, die ist auch einfach nur froh, hier zu sein, ne? Und nicht da irgendwo weiter auf der Straße. Also das merkt man schon, die ist sehr dankbar. Zusammen kommen sie auch super aus, also ne, wie sie uns hier gerade entgegengekommen sind. Also von eurer Seite aus brauche ich fast nicht fragen, aber ein Mischlingshund ist für euch auf jeden Fall eine super Sache. Und gibt es eine Rassehund, wo ihr sagt, ja, das ist vielleicht eine, das würden wir gerne nochmal haben oder ist das gar kein Thema? Also ich wollte früher immer einen Boxer haben, da habe ich jetzt einen Boxer-Mischling, das reicht auch. Ja. Aber sonst auch so von klein an, wir hatten immer Mischlinge. Also ich kann mich an gar nichts anderes erinnern. Wunderbar. Ja, dann danke ich euch vielen erstmal. Habt noch einen schönen Spaziergang hier und viel Spaß mit euren Hunden. Ja? Alles Gute. Ciao, ciao. Danke. Hast du hinter mir gesehen, wer da ist, Tamay? Ich glaube, da wird sich wieder gemischt auf der Wiese. Dann gehen wir einfach hin, dann zoomen wir, indem wir hingehen. Gute Idee. Dann gehen wir jetzt hin und dann machst du das nämlich in so einer Timelapse-Aufnahme. Oh, meinst du so richtig, richtig professionell? Ja. Hallo, guten Tag. Extra gewunken, ich habe mich schon angemeldet. Hallöchen, wir sind von Zoo Royal und wir machen gerade einen kleinen Clip zum Thema Mischlingshunde. Das ist der Tamay übrigens, der ein bisschen langsamer unterwegs ist als ich. Ja? Also ich bin gerannt, du natürlich nicht, Tamay. Um diese wunderschönen beiden Exemplare von Hunden hier zu sehen und natürlich auch die Halterinnen und Halter. Du bist Paula und du hast hier die... Die Betty. Du hast die Betty. Genau, die ist schon 12 und die haben wir aus dem Tierheim aus Mallorca gerettet. Also und genau, also auch dann seit 11, 12 Jahren schon deine Hündin? Ja, und damals extrem noch verängstigt und mittlerweile hat sie gutes Selbstbewusstsein sich hier aufgebaut in Deutschland, ja. Wirkt alles andere als schüchtern hier gerade und hat ja auch ganz gut mitgetollt. Ja, Mischlingshunde, hat sich das so ergeben oder sind das bewusste Entscheidungen gewesen? Ich bleib bei dir kurz, also du hast dich wahrscheinlich ja schon bewusst dafür entschieden, dann sie zu retten, oder? Für uns war es halt einfach immer Tierheimhunde waren das Entscheidende und es gibt halt extrem viele Mischlinge im Tierheim, weil die eben nicht so beliebt sind wie die typischen Rassehunde. Man weiß ja auch nie, was man kriegt, so gesehen, kein typischer Charakter. Genau, das sagt man immer. Hast du irgendwelche bösen Überraschungen erlebt? Charakterlich, gesundheitlich, irgendwas? Für mich ist auch, ich sage immer, dass die Tierheimhunde eigentlich immer die treuesten sind, weil man sie gerettet hat. Und für uns war das die beste Entscheidung überhaupt. Weil man weiß halt auch, es gibt nur einen, ne? Es gibt nie wieder einen anderen auf der Welt. So, und dann haben wir hier nämlich einmal den Lino. Lino, grüß dich Lino. Und du hast eine wunderschöne Hündin dabei, nämlich? Die Taya, die gerade wegläuft. Die ist schüchtern vor der Kamera. Die schüchterne Taya, aber sie liebt es zu rennen auf jeden Fall. Es macht einfach schon Spaß. Jetzt, was auch immer sie sucht. Sie tut nur so, als würde sie suchen. Ja, ja. Genau, das ist der Hund deines Vaters, hast du schon gesagt. Hat sie jetzt auch bewusst für einen Mischlingshund entschieden oder gab es vorher schon mal einen Rassehund oder wie ist so der Werdegang bei euch in der Hundegeschichte? Das war eine bewusste Entscheidung, weil wir vorher einen Labrador-Pudel-Mix hatten, also einen Labradudel und mein Vater hat im Urlaub bei einem Bekannten gesehen, dass diese Labradudel-Mixe familienfreundlich sind und ein gutes Herz haben, dass da gar keine Aggressivität drin steckt. Also ich meine, das ist natürlich immer eine Sache der Erziehung, aber die sind von Grund auf gute Hunde.
Und gab es so familiäre Probleme, dann hat mein Vater sich entschieden, sich noch einen Pudelmix zu holen. Und dann ist es der Appenzeller Pudelmix geworden. Und scheint auch genauso gut gelaunt zu sein, wie man sieht. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wenn es nicht schon das Duracell-Häschen gäbe, gäbe es jetzt ein Duracell-Hündchen auf jeden Fall. Ich danke euch erstmal, habt einen schönen Tag mit euren tollen Hunden und genießt dann den Mischlingssonntag. Ja? Jatamai, hast du eine Mischlingsgeschichte? Ich bin auf jeden Fall ein Mischling, könnte man sagen. Na komm, ich mach hier mal, komm. Romantischen. Ich kann mich nicht sehen, aber das ist okay. Hier entsteht auch gerade ein Mischling. Also ich sag mal so, ja, wir hatten tatsächlich einen Whippet, also einen reinrassigen in meiner Kindheit als Familie, aber ich bin auch mit Mischlingen aufgewachsen. Also die kamen dann von Verwandten und so weiter und im Grunde, ich fand unseren Hund fast den reinrassigen mit am schwierigsten. Vielleicht habe ich deshalb auch irgendwie den Eindruck, dass Mischlinge irgendwie einfach, die haben vielleicht einen speziellen Charakter, aber sie haben Charakter. Man kann das nicht pauschal sagen, da bin ich mir auch sicher und wäre auch einfach falsch und nicht wissenschaftlich wahrscheinlich, weil ich meine, ein Hund ist schon auch ein individuelles Lebewesen auf eine gewisse Art und Weise. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, jetzt wirklich mit Abstand sind Hunde meine Lieblingstiere. Besitze aktuell leider keinen, das bietet sich aktuell nicht an, aber ich würde mir sehr gerne einen zulegen und Grund oder Schuld ist eine Mischlingshündin namens Assi, die ich früher über Jahre hinweg als Hundefreundin quasi hatte. Meine Eltern und ich, wir waren Camper und da gab es dann eben auch eine Mischlingshündin namens Assi und mit der habe ich gespielt ohne Ende. Die war zutraulich ohne Ende. Wir haben über Jahre hinweg ganz viel Spaß miteinander gehabt. Und das verbinde ich auf jeden Fall mit Mischlingshunden. Eine ganz zutrauliche, wunderschöne Freundschaft. Ja, auf jeden Fall. Mischlingshunde. Komm, wir suchen uns den nächsten, oder? Wir suchen uns jetzt den nächsten. Den nächsten Hund. Ja, wir haben hier jetzt nicht spontan ein Picknick gecrashed, auch wenn das eigentlich hier sehr schön aussieht. Aber wir sind natürlich wegen den Hunden hier. Und ich sitze hier gerade neben der... Amelie. Hallo Amelie. Und neben dir oder mit dir sind hier auch noch drei wunderschöne Hunde. Wen haben wir da? Das ist einmal die Ellie, das ist meine Hündin. Die ist fast 5, ist ein Labrador. Das ist genau, das ist die da hinten. Dann haben wir hier vorne die Zoe, die kaut gerade ihr Stöckchen. Die ist fast 9. Das ist auch ein reinrassiger Labby. Und dann ist das hier der Cash, der ist 7. Und das ist ein Mischling aus Labrador und Old English Bulldog. Old English Bulldog, okay. Sehen auf den ersten Blick, wenn man so kommt, natürlich aus wie irgendwie ne, drei Geschwister oder so. Und verstehen sich auch entsprechend gut. Ne? Also die sind wirklich absolute Freunde, kann man schon sagen. Ja, das auf jeden Fall. Die Zoe war auch bei mir in der Urlaubsbetreuung, als ihr Frauchen in Urlaub war. Und Ellie und Zoe, das ist ein totales Dreamteam. Das hat super gepasst. Und genau, der Cash ist quasi in Anführungszeichen der Bruder von der Zoe. Der kann nicht so gut alleine bleiben und war deshalb woanders untergebracht. Aber die drei zusammen... Das ist echt schön, ja. Macht tierisch Spaß, auf jeden Fall anzuschauen. Hast du schon vorher mal Hunde gehabt oder einen Hund oder ist es dein erster Hund? Tatsächlich ist das mein erster eigener Hund und ich habe mich halt für einen Labrador entschieden, weil das halt so diese typischen Familienhunde sind, einfacher in der Haltung. Habe auch tatsächlich überlegt, in die Richtung Tierschutz zu gehen, habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht zugetraut, weil man weiß ja auch nie so, was man dann bekommt. Und als Anfängerhund für mich persönlich war das dann halt, ja, ich hatte viel zu viel Angst, dass ich damit gar nicht klarkomme. Aber ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt auf Hundewiesen, die auch Mischlingshunde aus dem Tierschutz haben und das passt super. Also es ist gar nicht so eine riesengroße Wundertüte, wie man eigentlich denkt. Ich wollte gerade sagen, also das war so deine Angst, dass du dann nachher irgendwie mit dem Charakter oder so nicht zurechtkommst oder so. Und das würdest du jetzt aus Erfahrung jetzt von anderen nicht bestätigen können? Nee, auf gar keinen Fall. Also die Tierschutzorganisation, wahrscheinlich kommt es auch immer darauf an, mit welchen man kooperiert, aber die klären eigentlich ganz gut auf und die haben die Hunde ja auch länger beobachtet und wissen, was für Charakterzüge die haben und hätte ich so vorher auch nicht gedacht. Man ist da ja dann auch mal so ein bisschen, denkt dann so, okay, was kommt da, je nachdem, was die Tiere erlebt haben und so. Aber ich denke so, wenn ich mir mal nochmal einen Hund holen sollte oder als Zweithund, Tierschutz auf jeden Fall. Ja. Okay, super. Vielleicht noch eine Frage zur Robustheit der Tiere. Man hört ja immer so, dass Mischlinge viel robuster sind als jetzt Hunde so klassisch vom, also okay, Züchter ist er jetzt auch, da kann man ja auch schon viel ausschließen. Die Ellie speziell ist eigentlich nie krank. Wir gehen einmal im Jahr zum Impfen und das war's. Klar, so kleine Unfälle, Daumenkralle mal ab und so, das passiert aber jedem Hund. Und in meinem Freundeskreis habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Negativerfahrungen, dass irgendwie ein Hund, Mischlingshund aus dem Tierschutz oder so irgendwie krankheitlich größer vorbelastet ist als meine Hündin. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, nein. Eine individuelle Geschichte kann in alle Richtungen positiv ausgehen und Hunde sind einfach toll. Kann man ja auch einfach festhalten, ja. Was man offensichtlich sieht, den Hunden auch völlig egal, ob sie vom Züchter sind, ob sie aus dem Tierheim sind oder irgendwie aus der Türkei, aus Spanien oder wo auch immer von der Straße. Sie haben Spaß zusammen und das macht doch froh. Fall. Ich denke, das ist genau, also man soll ja nicht immer so Hund und Mensch vergleichen, aber das ist genau wie bei Menschen. Es macht ja nichts aus, wo man herkommt, wie man aufgewachsen ist. Ne? Man mag sich, verbringt Zeit zusammen und das ist genauso wie bei den Hunden auch. Ne? Wichtig ist einfach nur, dass genug Essen im Napf ist. Okay, vielen, vielen lieben Dank. Weiter geht's mit unserer kleinen Mischlingsrunde hier am Weiher. Jetzt haben wir hier die beiden gefunden, nämlich Tina mit ihrem Hund Winnie.
Im Winnie. Oh, ein schöner Name auf jeden Fall schon mal. Hallo, grüß dich, Winnie. Wir haben gerade schon gehört, es steckt ein, oder was steckt genau drin in diesem Mischling? Also ein Mops und ein Pinscher, wurde uns gesagt. Wunderbar. Wie alt ist er oder wie lange hast du ihn schon? Der ist jetzt 7 geworden und ich habe den schon seit 6 Jahren. So vom Wesen her, eine kleine Überraschungstüte, wusstest du schon mit dem einen Jahr, wo du den gekriegt hast, ja, das wird so und so ein Hund, oder hat er sich noch ganz besonders entwickelt, oder ist das eine ganz harmonische Beziehung zwischen euch gewesen? Eine harmonische Beziehung auf jeden Fall, aber ist sehr sensibel und reagiert extrem auf Reize. Also das könnte schon durchaus mal eine Überraschung sein. Ja, Fahrradfahrer ist nicht so sein Ding zum Beispiel. Also, aber ob das jetzt letzten Endes dann wirklich die Mischlingsrassen sind oder die Eltern, oder ob da vielleicht in dem einen Jahr vielleicht auch mal was passiert ist, wo du noch nicht hattest, das weiß man noch nicht so, oder? Aus Ungarn kommt er. Ja, man weiß es wirklich nicht, was in dem halben Jahr passiert ist, als er aufgewachsen ist. Er verhält sich auch ein bisschen wie eine Katze. Also wir haben schon vermutet, dass er mit Katzen zusammen groß geworden ist. Der sucht gerne mal Müll und Essen. Vielleicht muss er sich auch Essen suchen. Ja, also es sind auf jeden Fall so ein paar Merkmale drin, die sonst so ein Rassehund wahrscheinlich nicht haben würde. Ja. Ne? Ist das dein erster Hund gewesen oder hast du schon mal einen anderen oder einen Rassehund vielleicht auch tatsächlich? Ja, als Kind hatte unsere Familie eine deutsche Dogge tatsächlich, aber die ist leider mit 7 Jahren gestorben. Die hatte einen Leberschaden. Ja. Kann man da schon jetzt auch sagen, in den letzten Jahren, was Krankheiten angeht, sagt man ja immer zumindest vom Vorurteil her, Mischlingshunde sind ein bisschen robuster, würdest du das unterschreiben? Auf jeden Fall, ja. Also der hat wirklich nichts. Wir waren selten bei ihm, mit ihm beim Tierarzt bis jetzt, ja, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, freut mich natürlich auch und wirkt auch immer noch, ich meine, 7 ist jetzt auch noch kein Riesenalter, sehr fidel und quirlig und genau, da habt ihr euren Spaß. Ja, okay, also du würdest sagen, Mischlingshund, tolle Sache, und wenn es mal einen zweiten Hund geben sollte, sollte es dann wieder ein Mischling sein oder bist du da offen? Also ich würde auf jeden Fall wieder in den Tierschutz gehen, wobei ich finde so manche Rassehunde, Pudel zum Beispiel, auch ziemlich geil, die sind halt vom Wesen her total voraussehbar und hätte ich auch mal Lust drauf, aber ich finde so das Prinzip Tierschutzhunde retten schon ganz sinnvoll, ne? Wobei, also ich habe mich lange gesträubt gegen diese Rassegeschichte. Eine Freundin von mir hat einen Whippet, die liebt den heiß und innig und die hat da so ein richtiges Ritual und wie sie den heilt, und das finde ich auch ganz interessant, da kann man sich dann so reinfuchsen, ne? Weil man dann viel mehr Infos hat, ne? Hat beides was. Also. Danke dir für deine Ausführung oder euch beiden natürlich. Habt noch einen schönen Tag hier. Plansch noch ein bisschen im Wasser, willst du mal reinspringen oder was? Vielleicht noch einmal für die Kamera, einmal für die Kamera. Ich springe auch mit. Ja. Ui. Und perfekt. Jawohl. Super. Super, 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 super. Und hinter meinen das machen noch bitte. Ja, genau. Okidoki. Dann macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Das waren nämlich gar nicht Vögel, sondern das war ich. Da habe ich euch wahrscheinlich reingelegt. Ja. Den Tamai kurioserweise auch. Schöner Tag war es. Danke, Tamai. Man muss einfach sagen, lohnt sich immer rauszugehen und sich tolle Tiere anzuschauen. Dieses Mal waren es eben Mischlingshunde. Und ja, super Tiere. Ich kann schon verstehen, dass es der deutschen Lieblingshund ist, der Mischling. Es ist eine spannende Phase, ein Überraschungspaket im besten Sinne. Wie wird die Maserung, wie wird sich das Verhalten, der Charakter zeigen, das weiß man halt vorher nicht. Aber es sind tolle Tiere und dieses Vorurteil, dass sie gesünder sind, dass sie robuster sind, konnten zumindest die meisten bestätigen, die wir heute interviewt haben. Das kann man schon mal festhalten. Von daher, ja, fand ich es einfach schön, mit dir zusammen, mein lieber Tamai, so viele schöne Hunde und nette und sympathische Halterinnen und Halter heute gesehen zu haben. Entsprechend frohen Mischlingstag wünsche ich euch, und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Ganze doch einfach, aktiviert doch dieses Glöckchen, abonniert uns quasi damit ihr immer wieder tollen neuen Content von Zoo Royal von uns erfahrt, und ansonsten habt eine schöne Zeit und überlegt beim nächsten Mal, ob es nicht vielleicht ein Mischling werden soll und nicht der Rassehund. Tschüss! Au revoir! Ach du Scheiße, Mann. Mach das Ding jetzt aus. Mach das Mikro sofort aus. Sonst stecke ich es dir in deine Kamera.